Liebe Freundinnen und Freunde von Missio, in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Krise möchte ich mich ganz gerne persönlich an Sie wenden. Es gibt eine positive Nachricht: Wir bei Missio arbeiten weiter, auch unter anderen Bedingungen. Wir wollen unsere Partner in Afrika, in Asien und Ozeanien nicht vergessen, sondern sie weiter unterstützen, denn es ist zu befürchten, dass auch auf sie die Corona-Krise, der Coronavirus zukommt. Und dann sind die Ärmsten der Armen natürlich in besonderer Weise betroffen. Gleichzeitig machen wir die Erfahrung in den letzten Tagen, dass viele Partner aus der ganzen Welt uns schreiben, weil sie sich um uns Sorgen machen. Sie wünschen uns alles Gute, sie beten für uns und bitten um den Segen, dass wir diese Krise möglichst bald überwinden können. Also auch wenn wir unsere Grenzen schließen müssen, sind wir doch verbunden mit all den Menschen auf der ganzen Welt. Besonders im Gebet als Christinnen und Christen glauben wir daran, dass Christus bei uns ist, besonders in den schweren Zeiten, in den Zeiten der Not. Also beten Sie mit unter missio-betet.de. Ich wünsche Ihnen und uns Ruhe und Augenmaß in den kommenden Tagen und Wochen. Und ich bin sicher, gemeinsam werden wir diese Krise meistern. Herzliche Grüße aus Aachen.